Hallo, ich möchte euch heute eine neue Variante der mobilen Musik vorstellen. Zunächst einmal kennt ihr das ja alle, wenn ihr unterwegs seid und Musik abspielt vom Handy. Dann ist der Klang nicht so toll und wenn dann noch Umgebungsgeräusche hinzukommen, dann ist das die Musik teilweise gar nicht mehr zu hören. Und selbst wenn ich jetzt hier lauter mache, dann wird das eher ein blecherner Klang, als dass das Spaß macht, damit Musik zu hören. Gut, ich habe von der CeBIT, von der Firma XMI, die X-Mini mitgebracht. Und die möchte ich euch jetzt einmal vorstellen. Zunächst einmal, um zu schauen, dass hier alles in der Verpackung drin ist. So, da haben wir hier eine Tasche für die Lautsprecher selbst und Anschlusskabel. Die Tasche brauchen wir jetzt nicht. So, also die Lautsprecher werden zusammengehalten von Magneten. Ob das jetzt am Kühlschrank auch hält, habe ich nicht ausprobiert, aber für die Lautsprecher reicht es. So, an den Lautsprechern haben wir hier einen Ein-Ausschalter. Eine LED, die den Zustand anzeigt. Blaue LED heißt normaler Betriebszustand. Rote LED wäre Laden, also Akku wird geladen. Hier hinten habe ich noch einen Eingang für 3,5 mm Klinkenstecker, also für eine andere Audioquelle. Oder zum Beispiel auch hier das USB-Mini-Kabel. Hierüber geht Audio rein und ich kann die Lautsprecher damit laden. So. Um die Lautsprecher bereit zu machen, drehe ich die kurz und die gehen sofort auf. Dann kann ich die so hinstellen. Dann nehme ich das mitgelieferte Kabel. Am Kabel selbst ist hier nochmal ein Lautstärkeregler dran. So, jetzt habe ich hier einmal den USB-Stecker zum Laden und gleichzeitig auch den 3,5 mm Klinkenstecker. Auf der anderen Seite zwei Mini-USB, über die ich nun die Lautsprecher anschließe. So, der kleine Stecker kommt ins Handy und dann wollen wir noch mal schauen, wie sich das jetzt anhört. Ich mache am besten erstmal ein bisschen leiser. Ich kann jetzt das Handy ruhig voll aufdrehen, weil ich habe ja jetzt an dem Kabel einen Lautstärkeregler. Das ist schon ein deutlicher Unterschied zum Handy. Wer also unterwegs gern auf mobile Musik steht, für den wären diese beiden ein optimales Paar für unterwegs. Wenn die nachher im Handel erhältlich sind, kosten die ca. 30 Euro. Ich habe die auf verschiedenen Internetseiten auch schon ein bisschen günstiger gesehen. Es gibt da auch noch in anderen Farben, in anderen Formen. Also die Firma XMI ist da sehr kreativ. Aber ich finde das Produkt absolut empfehlenswert.